heißt es doch, ketogene Ernährung fördert die Verdauung und macht die Verdauung besser. Warum haben dann manche mit Verstopfung zu kämpfen? Woher Verstopfung bei ketogener Ernährung kommt, das kläre ich heute mit euch. Hallo und herzlich willkommen hier bei Florence's Keto World, deinem Kanal rund ums Thema Ketose, ketogene Ernährung und exogene Ketone. Mit neuen Videos jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 12 Uhr. Wissens- und Kochvideos, einfach nur dein Kanal, alles was du wissen musst rund ums Thema Ketose. Es ist wirklich total unangenehm. Wenn man nicht richtig auf Toilette gehen kann, dann kann Verstopfung wirklich eine große, große Belastung sein, vor allem wenn sie dann chronisch wird. Das heißt, wenn man wirklich es einfach nicht schafft, auf Toilette zu gehen und den Darm richtig zu entleeren. Wenn der Darm nicht regelmäßig entleert wird, hat das nicht nur gesundheitliche Folgen, nämlich dass auch keine Giftstoffe aus dem Organismus ausgeschieden werden können, sondern es kann tatsächlich auch sehr, sehr stark aufs Gemüt schlagen. Es kann auch wirklich die Stimmung negativ beeinträchtigen, da natürlich Darm und Gehirn ganz, ganz eng miteinander verbunden sind. Viele erleben eine Verstopfung bei der ketogenen Ernährung und das ist wirklich alles andere als angenehm. Ich möchte dir heute kurz erklären, woher das Ganze kommt, was du dagegen tun kannst und wie du bei Verstopfung mit ketogener Ernährung am besten umgehst bzw. wie du das Ganze in den Griff bekommst. Tatsächlich ist der Nummer 1 Grund für Verstopfung bei ketogener Ernährung, dass zu wenig Ballaststoffe konsumiert werden. Ballaststoffe unterscheiden wir hier zwischen lösliche und unlösliche Ballaststoffe. Und diese sind ganz, 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 ganz wichtig für die Verdauung und auch, um eben die Darmaktivität voranzutreiben. Lösliche Ballaststoffe sind vor allem im Gemüse enthalten und sind sehr, sehr wichtig, um unsere Darmbakterien zu füttern, um die Darmflora aufrechtzuerhalten. Ganz, ganz viele streichen allerdings Gemüse aus ihrer Ernährung, weil sie Angst vor den Kohlenhydraten haben, die im Gemüse enthalten sind. Aber wie ich schon gesagt habe, Gemüse enthält ganz, ganz viele Ballaststoffe, weshalb du auch die Ballaststoffe von dem Gemüse abziehen musst, sodass am Ende Gemüse wirklich eigentlich gar nicht so stark ins Gewicht fällt und Gemüse sehr, sehr wichtig ist, um eine gesunde ketogene Ernährung auch zu praktizieren. Wenn du also Gemüse aus deiner Ernährung streichst, weil du dich ketogen ernährst und weil du Angst hast vor den Kohlenhydraten, dann ist das ganz, ganz, ganz fatal und kann eben auch Verstopfung fördern. Es gibt auch die unlöslichen Ballaststoffe. Diese sind vor allem eben in Getreide enthalten, aber auch Gerste, Hafer oder zum Beispiel auch Flohsamenschalen. Die unlöslichen Ballaststoffe, die sorgen nämlich dafür, dass das Volumen im Darm, also dass eben das Volumen des Stuhls steigt, sodass es auch ein bisschen mehr diese Darmaktivität anregt, dafür sorgt, dass der Darm sich leichter entleeren kann. Es ist ja so, dass wir in der ketogenen Ernährung keinerlei Getreide beinhaltet haben, weil wir auf Kohlenhydrate eben verzichten wollen, um in den Ketose-Stoffwechsel zu kommen. Deswegen fallen eben auch oft diese unlöslichen Ballaststoffe weg. Dem kann man aber entgegenwirken, indem man zum Beispiel Flohsamenschalen integriert. Denn Flohsamenschalen sind unlösliche Ballaststoffe, die das Volumen im Darm erhöhen, damit auch die Darmmotilität, also die Darmbeweglichkeit, fördern können, sodass eben der Stuhl besser auch durch den Darm transportiert und austransportiert werden kann. Flohsamenschalen sind ketokonform, können sehr, sehr gut in Ketobroten Anwendung finden, aber auch zum Beispiel angesetzt mit ein bisschen Mandelmilch und Kollagen zum Beispiel am Vorabend und am nächsten Tag mit Joghurt zum Frühstück verzehrt, können Flohsamenschalen eben sehr, sehr, sehr hilfreich sein, wenn du mit Verstopfung zu kämpfen hast. Wichtig bei Flohsamenschalen und auch bei Leinsamen ist es eben, dass du auch ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst, damit es nicht zu noch mehr Verstopfung kommt, weil das kann eben dann auch noch größer die Verstopfung fördern. Akazienfasern werden auch sehr, sehr gerne verwendet. Da muss allerdings jeder ausprobieren, inwiefern es einen nicht noch mehr verstopft, wenn man Akazienfasern zu sich nimmt. Und auch hier ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu empfehlen. Das bedeutet, hör nicht auf, Gemüse zu essen, nur weil du dich ketogen ernährst und weil du Angst vor den Kohlenhydraten hast. Wenn du ketokonformes Gemüse wählst, ist das sehr, sehr ballaststoffreich, was einmal super gut ist für deine Darmbakterien und auch für deine Verdauung. Und vor allem enthält es sehr, sehr viele Mineralien wie Kalium und auch andere Vitamine, die äußerst, äußerst wichtig sind, vor allem für den Ketosestoffwechsel. Kalium spielt eine ganz, ganz große Rolle im Ketosestoffwechsel. Da wir natürlich in Ketose auch sehr, sehr, sehr viel Wasser ausscheiden, weil wir unsere Glykogenspeicher im ersten Moment leeren, ist es ganz wichtig, dass wir auch ausreichend Kalium zu uns nehmen. Und das steckt eben in grünem Gemüse, aber auch in Brokkoli, Blumenkohl und allen anderen Kohlsorten und ist daher sehr, 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 sehr gut geeignet. Verbanne also Gemüse keinesfalls aus deiner ketogenen Ernährung und es kann eben dann dafür sorgen, dass wenn du den Gemüseanteil erhöhst und wenn du auch eben ein paar unlösliche Ballaststoffe wie zum Beispiel Flohsamenschalen oder Leinsamen oder auch Chiasamen integrierst, dass dann deine Verstopfung auch deutlich besser wird.
Da sind wir dann auch schon bei Punkt 2, nämlich ausreichend Wasser trinken. Wasser ist ganz, ganz wichtig, damit eben auch das Volumen im Darm da ist, damit eben das Ganze auch abtransportiert werden kann, auch diese ganzen Giftstoffe. Wir transportieren Giftstoffe einmal durch den Urin ab, aber auch vor allem durch den Stuhl. Und wenn wir eben dann nicht genügend Wasser im System haben, nicht genügend Flüssigkeit, dann kann das Ganze nicht richtig funktionieren. Deswegen ist es wichtig, dass du auch ausreichend Wasser trinkst, wenn du dich ketogen ernährst und wenn du in Ketose bist. Denn im Ketose-Stoffwechsel ist es so, dass wir auch mehr Wasser verbrauchen, dass eben mehr Wasser benötigt wird, dass wir mehr Wasser ausscheiden, vor allem am Anfang. Und da ist es wichtig, dass wir auch immer wieder ausreichend Flüssigkeit zu uns nehmen. In gewissen Gemüsesorten ist auch Wasser und Flüssigkeit vorhanden. Ansonsten achte wirklich darauf, dass du deinen Wasserzufuhr erhöhst, dass du ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst. Und da reichen meist 2 Liter nicht. Es sollten dann schon, sage ich mal, 3 Liter am Tag sein, um eben da wirklich gut aufgestellt zu sein. Vor allem auch, wenn du eben, wie ich schon erwähnt habe, sowas wie Flohsamenschalen oder Leinsamen dazu nimmst, dann ist es eben wichtig, damit die auch gut quellen können, damit wir ausreichend Flüssigkeit im System haben. Jetzt bringt dir aber alles Wassertrinken der Welt nicht, wenn nicht genügend Elektrolyte und Mineralien in deinem System vorhanden sind. Denn tatsächlich ist es so, die Zellen können Wasser meist auch nur aufnehmen, wenn genügend Elektrolyte, genügend Mineralien auch mit da sind. Wenn diese nicht vorhanden sind, dann können wir das ganze Wasser gar nicht aufnehmen und dann haben wir davon auch nicht diese Benefits. Das bedeutet, ein Elektrolyte- und Mineralstoffkomplex, wo Kalium, Magnesium enthalten ist, auch ein bisschen vielleicht Vitamin B, Vitamin D, ist ganz, 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 ganz wichtig, um eben auch die Flüssigkeit zu absorbieren. Und vor allem auch in unserem Darm brauchen wir auch ausreichend Mineralien, Elektrolyte und auch Spurenelemente, um eben auch, dass das Ganze gut funktionieren kann, damit das Darmmilieu richtig gut funktioniert. Deswegen empfehle ich dir, wenn du es nicht schaffst, deinen Mineraliengehalt über Gemüse zu decken, weil es ist leider so, das Gemüse heutzutage hat nicht mehr die Mineralien und Spurenelemente, die es früher mal hatte, empfehle ich dir, einen Elektrolyte- und Mineralienkomplex zusätzlich zu dir zu nehmen, um eben das Ganze voranzutreiben. Ich empfehle hier immer Mitoplex. Mitoplex von der Firma Prove It enthält wirklich alle Mineralien und Spurenelemente, die äußerst wichtig sind für den Ketose-Stoffwechsel. Da habe ich dir auch in der Beschreibung einen Link reingeklatscht. Da ist auch kein Zucker drin, weil die meisten Elektrolyteprodukte enthalten nun mal Zucker, die wir kennen aus der Apotheke. Das ist wirklich super, super hochwertig, enthält alles, was du brauchst, um deinen Körper maximal gut in der Ketose zu unterstützen und eben damit auch den Elektrolyte- und Nährstoffhaushalt zu decken, der relevant ist, damit dein Körper auch die Flüssigkeit aufnehmen kann. Weil du kannst noch so viel Wasser trinken, du kannst trotzdem dehydrieren, wenn eben nicht genügend Mineralien und Elektrolyte vorhanden sind. Und vor allem auch unser Darm freut sich eben darüber. Der letzte große Punkt, der im Übrigen nicht nur in der ketogenen Ernährung eine Rolle spielt, ist das Thema Stress. Unser Darm funktioniert meist nur in dem Moment, wo der Parasympathikus aktiviert ist. Genau, der Parasympathikus, das ist nämlich der Rest and Digest Mode, ja, also Rest and Digest, ausruhen und verdauen. Während der Sympathikus aktiviert ist, wenn wir am Machen sind, wenn wir gerade Stress haben, dieser Fight-and-Flight-Mode, ja, ist der Sympathikus sehr, sehr stark aktiviert. In der heutigen Zeit ist es so, dass wir meist auf dem Sympathikus laufen und der Parasympathikus gar nicht so sehr zum Tragen kommt. Wenn wir aber Stress haben, dann fängt die Verdauung auch an, sich zu verlangsamen. Und das kann wiederum Verstopfung und auch chronische Verstopfung fördern. Ja? Deswegen ist es wichtig, diesen Ausgleich zu schaffen. Für unser System ist nicht nur der Stress oder der Sympathikus aktiviert, wenn wir Stress auf der Arbeit haben, Stress mit der Familie, sondern auch, wenn wir uns mental Stress machen durch irgendwelche Glaubenssätze, die wir weiterhin vertreten, weil wir uns stressen, weil die Waage sich nicht bewegt, weil wir unbedingt abnehmen wollen, weil es uns nicht schnell genug geht oder auch, weil unser Körper im Stress ist durch zu viel Fasten, zu extremen Sport, durch zu wenig Essen oder auch zu extreme ketogene Ernährung und vor allem zu lange ketogene Ernährung. Das heißt, wenn du eigentlich nie Probleme hattest mit Verstopfung und dann nach einer Weile der ketogenen Ernährung feststellst, boah, jetzt hast du irgendwie Verstopfung, dann ist es womöglich einfach auch an der Zeit zu sagen, du legst eine Ketopause ein. Das bedeutet, du machst jetzt mal eine Keto-Cycling-Phase. Schau dazu auch gerne mein Video an zum Thema Keto-Cycling, wo du einfach eine Low-Carb-Phase integrierst mit mehr langkettigen Kohlenhydraten, um eben auch hier ein paar andere Ballaststoffe den Darmbakterien wiederzugeben, dem Darm zur Verfügung zu stellen, damit er besser funktionieren kann und vielleicht auch ein bisschen diesen Stress rauszunehmen aus deinem System, auf dem du vielleicht die ganze Zeit gelaufen bist, weil du
zusätzlich zur ketogenen Ernährung noch gefastet hast, noch extrem viel Sport gemacht hast, vielleicht auch nicht genug gegessen hast und damit einfach dein System komplett im Stress ist. Und es ist halt einfach so, wenn wir permanent im Stress sind, wenn unser Körper, unser System, unser Kopf Stress hat, dann ist der Sympathikus die ganze Zeit aktiviert. Und der Parasympathikus kann dann gar nicht richtig greifen, der ist aber super, super wichtig für eine funktionierende Verdauung und auch, dass wir regelmäßig auf Toilette gehen können. Ja, ganz viele hängen echt im Sympathikus fest und merken es noch nicht mal. Und damit gehen dann allerlei Beschwerden einher, wie auch, dass die Verdauung träge wird, nicht mehr richtig funktioniert. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch ausgleichende Maßnahmen treffen, dass wir nicht zu extrem Sport machen, dass wir auch Pausenzeiten einplanen, dass wir nicht zu extrem zu häufig fasten und dass wir eben auch beim Training vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und nicht solche intensive Trainingseinheiten absolvieren, sondern auch mal mehr wie Yoga oder spazieren gehen oder ausgleichende Maßnahmen treffen. Das ist einfach ganz, 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 ganz wichtig, weil Stress ist eigentlich der Nummer 1 Grund für allerlei Darmprobleme. Reizdarm entsteht meist auch durch Stress, ja, weil dann eben einfach auch der Darm sehr, sehr empfindlich auf Stress reagiert. Schau dir all diese Faktoren an, überlege dir, wenn du mit Verstopfung zu tun hast, woran könnte es liegen? Was kann ich tun, um dem entgegenzuwirken? Probier die verschiedenen Sachen aus und wenn gar nichts hilft und du wirklich schon länger bei der ketogenen Ernährung dabei bist, empfehle ich dir, eine Ketopause einzulegen. Das kann auch nochmal echt viel verändern und kann dir auch helfen, dass du wieder ein bisschen eine bessere Verdauung bekommst. Auch wenn du jetzt über einen längeren Zeitraum Intervallfasten zum Beispiel gemacht hast, leg mal eine Phase ein, in der du nicht fastest, in der du eben wieder mehr Kohlenhydrate, indem du eben wieder frühstückst zum Beispiel und 3 Mahlzeiten am Tag zu dir nimmst, um eben da vielleicht auch ein bisschen Stress aus dem System zu nehmen, vor allem als Frau. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen geholfen, hat dir ein bisschen Input gegeben, was eventuell vorliegen könnte, wenn du mit Verstopfung zu tun hast. Hast du Fragen, schreib sie mir in die Kommentare. Ich beantworte sie dir sehr, sehr gerne und helfe dir weiter. Ansonsten freue ich mich, dass du dabei warst und dann bis zum nächsten Mal.